Boah, diese Band hat mich ja richtig umgehauen. Es geht um die Band Lifesick. Die Band, die mittlerweile bei Metal Blade Records unter Vertrag ist, haben eine neue Single mit Mark von Fuming Mouth veröffentlicht. Was ich dazu sage und wie ich sie finde, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Da bin ich jetzt richtig gespannt, weil ich habe jetzt gesehen, dass die Band Lifesick eine neue Single rausgebracht hat. Mit Mark von Fuming Mouth. Fuming Mouth, heute auf YouTube meine neueste Reaction online gekommen. Ich habe nur gehört, dass die Single knallen soll. Habe auch gesehen, die sind unter Metal Blade jetzt. Das ist auch extrem gut. Echt stark. Kann man direkt sagen, ey, das fängt einfach direkt so aggro an. Boah, ist das fett. Da finde ich jetzt auch zum Beispiel diesen basslastigen Sound extremst geil und auch wirklich passend. Und noch ganz kurz so diese Backing Vocals. Oh, ist gut. Boah, fängt das stark an. Richtig schön. So Metallic Hardcore. Rhythmusmäßig auch so ein bisschen so in Richtung Grindcore, so würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiler Start. Ey, was machen die mit mir? Was machen die mit mir? Ey, jetzt gerade so ein richtig, richtig, ich will das alles nochmal hören hier. Also nicht alles, aber jetzt gerade wirklich so ein richtig schöner Nackenbrecher-Part. Und dann kommt einfach Mark rein und knallt dann einfach so einen extrem starken Part. Das bin ich im Auto. Das bin ich im Auto, wenn ich diesen Song höre. Das bin sowas von ich. Oh, jetzt so ein schöner Build-up. Let's go, komm. Oh,
Ich mag auch diese Stimme von Mark, ne? Das ist so ein, der hat so eine gute Stimme. Oh, ey, dieser Song, der knallt richtig rein. Der knallt richtig, richtig rein. Auch so mit diesen Rückkopplungen und so, ne? Boah, war das gut. Boah, war das gut. Ey, einfach so ganz kurz, einfach so richtig einfach auf die Schnauze und mega, mega fett. Also, ey, ich finde die Single mega, mega gut und auch halt mit Mark, ne, von Fuming Mouth, das macht einfach wirklich Spaß. Richtig, richtig schöner Metallic Hardcore, ab und zu so leichte Grindcore-Vibes, boah. Ah, fett. Wirklich fett.